Willkommen zurück zu einer neuen Folge der Evil Within 2. Wir sind hier stehen geblieben bei O'Neill, den wir leider getötet haben, weil er von Theodors ein Anhänger wurde. Jetzt wollen wir die Maschine finden. Beschädigter Flammenwerfer. Flammenwerfer. Okay. Könnte ich gebrauchen, aber er ist kaputt. Mit den richtigen Teilen allerdings. Mit den richtigen Teilen könnte es funktionieren. Erstmal hier nach Munition Ausschau halten. Noch mehr Munition. Also Flammenwerfer müsste ich bestimmt bei den anderen Typen holen. Aber ich habe auch keine Ahnung, ob ich noch mal dahin zurückkomme. Okay. Hinter dieser Tür, hat er gesagt. Dann gehen wir mal dahin. Da. Niemals ungehorsam. Natürlich werde ich. Yukiko. Ja, Meister. Natürlich. Die Maschine läuft wie geplant. Danke, Vater Theodor. Das zu hören, erfüllt mich mit Stolz. Was? Aber sie ist harmlos. Sie ist nicht... Nein, ich wäre niemals ungehorsam. Natürlich werde ich. Was immer Sie wünschen. Yukiko, hörst du mich? Ich bin im Fabrikationsraum. Zugangsberechtigungen sind wertlos, wenn alle tot sind. Also, komm einfach zu mir. Ich muss dir was zeigen. Es ist wichtig. Tut mir leid, Yukiko. Aber er verlangt es. Okay. Also, es war geplant. Waffenteile, was gibt's hier? Sein Markenzeichen. Theodor hat seine Finger hier überall im Spiel. Fast so etwas wie eine Art Kommunikation mit ihm. Tja, das stimmt, my lady. Ganz schön viel seltsamer Kram hier. Anscheinend hat er was gebaut. Vielleicht diese Maschine, von der er geredet hat. Ach so, das war der Spiegel, okay. Na dann. Haben wir neue Dias? Ich weiß es nicht. Oh ja, und hier fehlt uns eins. Kidman, bitte komm. Ich bin hier, Sebastian. Was ist? Hattest du schon mal das Gefühl, nicht zu wissen, was noch real ist? Öfter als du denkst. Aber sicher nicht so oft wie du. Als ich das erste Mal im Stam war, wusste ich nichts davon. Und danach war ich mir nie ganz sicher, ob ich wirklich draußen war. Und als ich erklären wollte, was dort passiert war. Erklärten dich die Leute für verrückt. Natürlich. Wenn mir jemand so eine Geschichte erzählt, würde ich ihn einweisen lassen. Ja, selbst ich als Mobius-Agentin brauchte Zeit, um alles zu verarbeiten. Es war wie in einem andauernden Déjà-vu. Manchmal bin ich noch immer etwas verwirrt. Und darum bist du diesmal draußen geblieben? Ich will nicht wieder in den Stam, wenn es nicht unbedingt sein muss. Du kannst dich glücklich schätzen. Union ist wie ein Déjà-vu in einem Traum über ein Déjà-vu. Ich hoffe, ich komme hier raus, ohne verrückt zu werden. Und ich hoffe einfach nur, dass du rauskommst. Punkt. Ich glaube, wer einmal drin war, kommt nicht ohne Schäden wieder raus. Der Stam. Sei
öffnet dich auf eine Art, die noch keiner versteht. Okay. Gel. Hier gibt es O'Neill. Okay, abgehakt. Ich wollte ihn nicht töten. Aber Theodore hat mir keine Wahl gelassen. Ich hab doch gesagt, sie sollen damit vorsichtig sein, Sykes. Hoffentlich haben sie es geschafft. Okay, das ist die einzige, die wir noch haben. Hier ist noch unsere Tasse. Da fehlt bestimmt noch was. Wir haben da etwas übersehen. So. Ich habe, glaube ich, eins oder zwei Schlüssel. Zwei müssten es sein. Detective Castellanos. Schön, Sie wiederzusehen. Na, hallo, schöne Frau. Sie brauchen wieder meine Hilfe. Stimmt. Vor allem könnte ich einige Informationen gebrauchen. Das spüre ich. Aber das ist alles, was ich an dieser Stelle spüre. Wie meinen Sie das? Hier ist irgendetwas, das mir alles vernebelt. Für alle hier drin. Obwohl nicht mehr viele hier sind, für die sich der Nebel lichten kann. Sie sind einer der Letzten. Aber für wie lange noch? Das klingt bedrohlich. Dann wollen wir uns mal um sie kümmern. Genau, ich hab's nämlich eilig. Zwei Schlüssel. Den hier. Schockbolzen. Schon wieder Schockbolzen, das kann doch nicht sein. Kriege ich hier echt nur Müll oder wie? Sie werden immer stärker. Aber es wird hier auch immer gefährlicher. Es ist keine Schande, sich auch mal zu verstecken. Und ich kann Ihnen dabei helfen. Dahin. Reicht nicht. Was ist das? Gesundheit. Viertausend, elftausend, vierzehntausend, einundzwanzig. Schwierig, schwierig, schwierig. Das hier. Das hier. Heilung.
Und das hier. Dann denke ich, sind wir eigentlich gut versorgt. Und können weiter. ...1835, aber ich würde gerne warten beziehungsweise schauen, ob ich dieses LMG bekomme oder was da war. Und ich habe ja nicht umsonst diese Taschen da eingesammelt. So, wo müssen wir hin? Die Hinterzimmer durchsuchen, also hier durch. Ja. Sie kennen also Theodore Wallace? Natürlich. Er ist der Einstellungsleiter. Aber was macht er im Stan? Und warum tut er das? Da gibt es so einiges, von dem Sie nichts wissen. Theodore will Lily für sich. Sie haben gesehen, was er O'Neill angetan hat. Das tut er hier drin jedem an, wenn er muss. Er reißt hier alles auseinander, um Lily zu bekommen. Das kann ich nicht zulassen. Die Maschine. Mobius. Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das sieht stark nach einem Stabilisierungsemitter aus. Was es auch ist. O'Neill sagte, wir sollen es zerstören, also tue ich es. Und ich weiß auch schon wie. Ich bin's. Sebastian, ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Hast du deinen Kuchenteig schon scharf gemacht? Ja, ich brauche nur eine Gelegenheit, ihn einzusetzen. Gut, ich schicke dir meine Koordinaten. Bring die dicken Knarren. Wir gehen auf die Jagd. Verstanden. Bin schon unterwegs. Bis bald. Yay. Ich bin hier fast fertig. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Okay, also darf ich mich nochmal umschauen? Ein paar Dinge müssen Sie mir erklären, Hoffmann. Sie wirken nicht überrascht, Esmeralda hier zu sehen. Warum auch? Sie ist ein vertrautes Gesicht im Stan. Bei Mobius kennt jeder jeden. Was? Eigentlich kenne ich jeden. Ich bin seit Jahren für Neueinstellungen zuständig. Wie eine große, verrückte Familie. Esmeralda ist die beste Frau für gefährliche Situationen. Eine gute Soldatin. Da haben Sie verdammt nochmal recht. Sie kennen Myra also auch? Ja. Wir haben eng zusammengearbeitet. Wie konnte sie das tun? Wie konnte sie daneben stehen, als sie Experimente an Lily durchgeführt haben? Wie konnte sie Lily sagen, ich wäre tot? Myras Mutterinstinkt ist sehr stark. Sie ging zu Mobius, um Lily näher zu sein. Und Experiment ist etwas übertrieben. Lily wurde gut behandelt und hatte täglich Kontakt mit ihrer Mutter. Und Lily zu sagen, dass sie tot wären... Nun, ich glaube, Myra wollte Lily dadurch beschützen. Tja. Ich glaube, Myras Mutterinstinkt ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Hoffentlich können Sie das als Familie klären, wenn alles vorbei ist. Da gibt es einiges zu klären. Ich war in Theodors Realität. Wenn sie seine Psyche widerspiegelt, hat er auf jeden Fall ernsthafte Probleme. Das würde erklären, warum er so stark ist. Und doch versteckt er sich. Die Manipulation aus den Schatten ist wohl einfacher. Nun, ich werde ihn da auf jeden Fall rauszerren. Wenn das, was Liam gesagt hat, stimmt. Nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Sie sollten nicht hier drin sein, wenn das Ding hochgeht. Das will ich auch gar nicht. Liam hat im anderen Raum an ein paar interessanten Dingen gearbeitet. Ich sehe mal nach, ob irgendwas davon nützlich sein könnte. Okay. Aber gehen Sie dann in Ihren Unterschlupf zurück. Keine Ahnung, was hier passieren wird, wenn wir das Ding abschalten. Alles klar. Okay. Gibt es hier sonst noch was? Waffenteile? Mit dir will ich noch nicht reden.
Aber sonst gibt es hier gar nichts für mich. Na gut, zurückgehen. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Weil es da nichts mehr gibt. Also muss ich mit dir reden. Sag mal, Torres. Du kanntest Hoffman also vorher schon? Jeder kennt Hoffman. Man kommt nicht zu Mobius, ohne vorher durch ihr Büro zu gehen. Kann man ihr trauen? Früher hätte ich nein gesagt, aber wenn einen die Bosse sitzen lassen, kann man seine Position schon mal überdenken. Sie steckt hier genauso fest wie wir. Du bist dir also nicht sicher? Ach, sie ist schon okay. Nur ein bisschen kalt. Ich habe Probleme, Leuten zu vertrauen, die mich ansehen, als wäre ich irgendwas in einer Petrischale. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir dieses Ding hochjagen. Ich auch nicht. Aber wenigstens sitzen wir nicht rum. Wir werden Theodore nicht dazu bringen können, Lily in Ruhe zu lassen. Er scheint mir nicht der Typ Mensch zu sein, den man dazu überreden kann, das Richtige zu tun. Du gibst mir also den Befehl, sofort zu schießen? Du solltest nur auf alles vorbereitet sein. Schwer zu sagen, was hier gleich geschehen wird. Nichts für ungut. Aber wie kommt jemand, der so klug und eigensinnig ist, in eine Organisation wie Mobius? Ich war Sprengstoffexpertin bei der Army. Sie haben mich für verdeckte Operationen an Mobius ausgeliehen. Als mein Dienst beendet war, meldeten sie sich. Und du hast einfach so mitgemacht? Sie haben sich ziemlich gut verkauft. Sie sagen einem nicht alles, wenn man beitritt. Ich hatte einige Aufgaben, auf die ich nicht stolz bin. Sie erwarten blinden Gehorsam und wenn man sich widersetzt, als Myra mir die Chance bot, rauszukommen, musste ich sie einfach ergreifen. Trotz der Dinge, die ich tun musste, habe ich noch einen Funken Moral in mir. Machen wir es scharf. Reicht das, um die Maschine hochzujagen? Das reicht für 10. Bereit, wenn du es bist. Es kann losgehen. Ich schaue mir die Ausrüstung im anderen Raum an. Viel Glück. Okay, los geht's. Operation Arschtritt beginnt in 3, 2, 1. Und man bleibt einfach genau davor stehen. Alles okay, Torres? Torres? Wo bist du? Sebastian Castellanos. Sie weigern sich, in die Dunkelheit zu treten. Also versuchen Sie, mich ans Licht zu bringen. Ihre eigenen Entscheidungen waren schon immer Ihr Verderben. Kommen Sie. Ich warte. Sie sollen Ihre geliebte Tochter finden. Gehen Sie. Wird es das sein, was Sie sich erträumt haben? Alles nur Einbildung. Lily? Du bist hier. Alles nur Einbildung. Karte gibt's hier wahrscheinlich nicht. Ne, Kapitel 12, der Abgrund. So, das ist eine offene Welt. Ich muss gar nicht rennen. Okay. Aber ich denke mir mal, hier drüben gibt es nichts weiter. Außer Dunkelheit. Ne, ist auch blockiert. Es ist blockiert.
dann gehen wir hier weiter. Schon wieder Waffenteile. Okay. Es hat funktioniert. Es ist ganz schön dunkel hier drinnen. Also ich bin doch froh, hier dieses Zeitlupendings genommen zu haben. Gelnummern. Für Kapitel 12 eigentlich sehr wenig. Also man schafft doch niemals in einem Spiel alles freizuschalten. Das ist unmöglich. Geht's nicht lang. Aber da geht's auch nicht weiter. Also irgendwo ich hier was übersehen. Kette. Eklig. Ich wollte gerade sagen, da liegt ein Teddybär. Aber das war kein Teddybär. Schon wieder Waffenteile. Gibt's ja gar nicht.
es hat sich wirklich gelohnt. Also ich bin mega zufrieden mit dem Update hier. Munition. Erstmal ganz da hinten schauen. War das ein Monster? Okay. Mama hat nie aufgegeben. Nicht wie du. Sie wollte es dir sagen. Aber du warst zu dumm, zuzuhören. Nein. Nein. Nein, das stimmt nicht. Myra hatte Erfolg, wo sie versagt. Sie wollten nicht zuhören. Sie haben beide verloren und gingen dann selbst verloren. Sie wissen gar nichts über mich. Myra verstand, dass man Ziele durch Gehorsam erreicht, indem man sich fügt. Ah, da. Blindenmunition. Dann machen wir ein bisschen was mit Blinde. Warst du nicht da, als ich dich gebraucht habe? Hier ist ja echt alles verdreht. Jetzt geht's. Jetzt gibt's hier Pistolenmunition. Zu dunkel, echt. Ah, Tasche verbessert. Okay. Ist da hinten auch noch was? Hier ist einfach zu viel Lichtdingsbums. Ich kann gar nicht mal genau sagen, wo ich herkam oder nicht. Oh. Heilung.
Yes. Und Flintenmunition. Was wohl? Ich glaube bei dem... Ne, war ich noch nicht. Es ist einfach viel zu unübersichtlich hier. Hier war ich doch schon gewesen. Gehe ich mal zu dem hier. Irgendein Whisky. Krabbler sieht man auch viel zu schlecht hier im Wasser. Die Säule des Glücks. Drecksvieh, Alter. Vielmehr die Säule des Unglücks. Hier ist schon wieder so ein Dings. Okay. Heilung. Ich glaube, das war unnötig, dass ich hier rüber bin. Schießpulver. So, das sind nur Würfel. Aber bei deiner Mami bin ich rechtzeitig gekommen, sonst wärst du jetzt nicht da. Nach Hardy. Wollen Sie immer noch mit Lily wieder verheiratet? Ja. Will ich. Ich muss sie finden. Gut. Dann kommen Sie zu.
Okay, da kann man gar nicht lang. Oh. Lily, bist du es wirklich? Lily, mein Schatz. Lily. Nein. Lily. Da ist sie. Ihre geliebte Tochter. War das nicht ihr Wunsch? Papa? Papa, es ist deine Schuld. Warum hast du mich nicht gerettet? Nein, bitte. Ich konnte nicht. Ich wollte. Sie sind verdammt dazu, ihre Fehler zu wiederholen. Schließen Sie sich mir an. Und ich kann Ihre Träume erfüllen. Gemeinsam können wir Lily von Myra befreien. Sobald ich die Macht des Kerns besitze, sind Sie wahrhaftig frei. Nein! Man braucht mehr als Kugeln, um mich aufzuhalten. Wann begreifen Sie das? Oh, nee. Hast auf mich geschossen? Warum? Nein. Fuck. Alter. Na los. Sie überlebt es doch nie im Leben. Bringen wir dich hier raus. Darf dich nicht bekommen. Das musst du diesem Bastard heimzahlen. Sebastian, was ist los? Alles in Ordnung? Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Myra. Ich bin zu Hause. Wie bin ich? Durchsuche das Haus. Aber Leute, das Haus durchsuchen wir in der nächsten Folge. An dieser Stelle ist erstmal Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!